Hubert ohne Staller. Nonnenlos. Am Untermarkt in Wolfratshausen hält der Streifenwagen am Straßenrand. Hubert öffnet die Fahrertür, steigt aus und überquert die Straße. Im Wagen versucht Girwitz, ein kleines Senftütchen mit den Zähnen zu öffnen. Die Zeiger der St. Andreaskirche stehen auf 10 Uhr. Hubert geht zu einem Geldautomaten und stellt sich hinter einer älteren Frau an. Die bemüht sich, eine Chipkarte mit der Aufschrift Meier in den Kartenschlitz zu schieben. Im Wagen schlägt Girwitz die Öffnung des Senftütchens ab. Die ältere Frau dreht sich zu Hubert. Entschuldigung, irgendwas stimmt mit dem Automaten nicht. Haben Sie die richtige PIN eingeben? PIN? Geheimzahl. 1927. Da sind Sie einer sicher? Ja, natürlich, das ist mein Geburtsjahr. Oh, dann sind Sie ja... alt. Ja, aber alt gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. In Japan ist jetzt eine Frau mit 127 Jahren gestorben. Ja, bestimmt vom Geldautomaten. Eine rothaarige Nonne mit weißem Schleier und in schwarzer Tracht nähert sich mit einem Ziegelstein. Von der anderen Straßenseite beobachtet Girwitz sie aus dem Wagen. Die Nonne bleibt vor einem Geschäft stehen und schleudert den Stein durch das Türglas. Die Nonne flüchtet über die Straße. Sie bemerkt den Streifenwagen und rennt in das Ochsenbräugassel. Hastig steigt Girwitz aus und verfolgt sie. Die Nonne biegt um eine Ecke. Girwitz bleibt stehen. Am Geldautomaten. Hubert zieht die Karte aus dem Schlitz. Also die Karten, die nutzt einer gar nichts. Das ist eine treue Karte vom Drogeriemarkt. Er gibt sie der Frau zurück. Ja. Schauen Sie mal, ob Sie vielleicht da EC-Karten haben. Danke. Girwitz steht vor der eingeschlagenen Tür zu einem Juweliergeschäft und blickt auf die Scherben. Hubert kommt dazu. Alten Leuten sollte man keine Kreditkarten geben und am Führerschein am besten auch gleich wegnehmen. Hubert, das glauben Sie nicht. Wann Sie das? Ach, das war eine Nonne. Die hat einen Ziegelstein reingepfeffert. Ja, warum haben Sie es nicht verhaft? Wissen Sie, wie schnell die war? Ich hatte überhaupt keine Chance. Vorsichtig steigt Hubert durch die Tür. Girwitz folgt ihm. Hallo? Hubert hebt den Ziegelstein vom Boden auf. Das ist ein Innenwandziegel. Ja, haben wir gerade ein Regal im Keller gebaut. Super, mit so einem Eichenholzbrett drüber, schaut toll aus. Schön. Er dreht den Stein in den Händen. Ja, Gott sei Dank war niemand im Laden. Gott sei Dank. Girwitz' Blick fällt auf etwas. Obwohl... Hinter einer Theke schauen am Boden zwei Beine in dunkler Hose hervor. Im Juweliergeschäft fotografiert Rechtsmedizinerin Dr. Fuchs einen am Boden liegenden Grauhaarigen mit einer Platzwunde an der Stirn. Der schaut nicht mehr gut aus. Ja, da hat der Bestatter zu tun. Ich gehöre aber beim Juwelier zum Berufsrisiko. Ich weiß nicht, ob Sie es interessiert, aber der lebt noch. Echt jetzt? Ja, der Puls ist zwar schwach, aber er ist da. Hubert und Girwitz starren auf den Mann. Es wäre an der Zeit, einen Krankenwagen zu rufen. Hubert nickt Girwitz aufmunternd zu. Mit verbundenem Kopf liegt der Verletzte in einem Patientenbett. Neben ihm zeigt ein Monitor seine Vitalparameter. Girwitz beugt sich über ihn und schnippt mit den Fingern vor seinem Gesicht. Herr Röttge? Herr Röttge, können Sie sich erinnern, wer Ihnen den Ziegelstein an den Kopf geschmissen haben könnte? Herr Girwitz, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass der Sie hören kann. Hubert, es gibt Koma-Patienten. Die konnten sich an alles erinnern, was um sie herum passiert ist. Selbst nach 20 Jahren noch. Ja, so. Sagen Sie ihm, er soll Sie anrufen, wenn er aufwacht, ne? Ja. Girwitz legt eine Visitenkarte auf Röttges Brust. Herr Röttge, sollten Sie aufwachen, rufen Sie uns an. Im Revier steht eine etwa 30-Jährige am Anmeldefenster. Zu Riedel am Schreibtisch. Mein Name ist Claudia Göhner. Ich möchte eine Anzeige machen. Moment, Kinderspielzeug mit 5 Buchstaben. Papa. Riedel stutzt. Er lehnt sich aus dem Anmeldefenster und entdeckt neben Claudia eine etwa 4-Jährige. Cool, danke. Riedel setzt sich wieder. Ich arbeite im Koboldland in Münzing. Seit einigen Tagen verschwinden bei uns Spielsachen und Schuhe. Im Koboldland? Die war Wuschel bei uns. Koboldland ist der Kindergarten. Waldwuffel ist unsere Kindergruppe. Und wer sind die Wawuschel? Die Wawuschel sind die anderen. Die Räuber. Hubert und Girwitz fahren über eine regennasse Landstraße. Ja, gleich am frühen Morgen. Schwere Körperverletzung mit Todesfolge, eventueller Todesfolge. Ja, ja, geht gut los. Ja.
Meinen Sie, er kommt durch? Weiß nicht, ich bin kein Arzt. Und Sie wollen jetzt ins Kloster? Naja, Nonnen sind bekanntlichermaßen im Kloster, ne? Ja. Ist schon komisch. Eine Nonne schmeißt einen Stein ins Schaufenster und rennt direkt wieder zurück ins Kloster. Ja, es war eine Nonne, nicht? Und die, denke mal, die fühlen sich im Schwan am wohlsten. Glauben Sie auch, dass Clowns Banken überfallen? Was soll das jetzt? Ja, dass die einfach verkleidet war. Sie glauben, jemand verkleidet sich als Nonne und schmeißt am helllichten Tag die Scheibe eines Juweliergeschäfts ein, obwohl die Tür offen ist? Hubert bläst die Wangen auf. Da hinten links. Riedel zu Kaiser. Im Koboldland wurden Schuhe gestohlen. Ist nicht wahr? Ja, und Spielzeug. Im Koboldland? Ja. Vielleicht waren es die Kobolde? Nee, die war Wuschel. Na, sind Sie sich da sicher? Die Kobolde sind nämlich ausgefuchste Kerlchen. Oder es war die böse Hexe? Nee, von der war jetzt nicht die Rede. Herr Riedel, ich wäre Ihnen unendlich dankbar, wenn Sie in ganz konkreten Worten sagen, was eigentlich passiert ist. Okay, also, das Koboldland ist der Waldkindergarten in Münsing. Und da verschwinden seit kurzem Schuhe, Spielzeug und alles, was rumliegt. Ach so, alles klar. Ja, und die Kindergärtnerin ist total verzweifelt, weil sich ständig irgendwelche besorgten Mütter bei ihr melden. Ja, dann kümmern Sie sich doch darum. Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe für Sie. Was? Ich allein? Herr Riedel, wenn Sie selbst nicht mal an sich glauben, können Sie nicht verlangen, dass das andere tun. Ernst nickt Riedel. Ja. Die Sonne scheint. Hubert steuert den Wagen auf das Kloster Benediktbeuern zu. Im Klosterhof umrundet er eine Grünfläche und stoppt knapp neben einer Nonne mit Rollator. Die weicht zwei Schritte zurück und geht konzentriert weiter. Die Polizisten steigen aus. Da, schauen Sie her, da haben Sie Ihre erste Verdächtige. Ja, machen Sie sich ruhig lustig. Ich nehme meine Arbeit ernst. Ich weiß ja nicht, wie Sie das mit Staller gehalten haben, nicht? Aber jetzt weht hier ein anderer Wind. Hallo, ist da jemand? Ja. An einer Pforte. Guten Morgen. Eine Oberin. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, es geht um schwere Körperverletzung. Da hat eine Dame also in ihrer Tracht einen Ziegel in die Fenster von einem Schmuckgeschäft reingeschmissen und den Besitzer voll am Schädel erwischt. Und Sie verdächtigen jetzt eine unserer Schwestern? Ja, er verdächtigt. Ja, man muss ja jeder Spur nachgehen, nicht? Ja, das liest man ja des Öfteren in Kriminalromanen. Benutzen Sie da im Kloster Innenwandziegel? Wissen Sie, dieses Kloster ist über 400 Jahre alt und den Architekten, den kannte ich leider nicht persönlich. Können wir uns vielleicht drinnen weiter unterhalten? Mit einem großen Eisenschlüssel an einem Schlüsselbund öffnet die Oberin die schmiedeeiserne Pforte. Bitte. Hubert und Girwitz betreten einen Friedhof. Die Oberin drückt das Tor zu und schaut dabei ernst in den Klosterhof. Sie sperrt ab und folgt den Polizisten. Im Waldkindergarten steht Riedel vor 16 Kindern. Hallo, liebe Kinder, ich bin der Martin. Ist er ein echter Polizist? Sag mal deine Pistole. Schieß mal. Ja, später vielleicht. Also, die Claudia hat mir erzählt, dass bei euch Spielsachen und Schuhe weggekommen sind. Und wenn es einer von euch war, dann soll er sich jetzt bitte melden, ihm passiert nichts, okay? Nein. Ja, okay, wenn es keiner von euch war, habt ihr vielleicht eine Idee oder gesehen, wer das gemacht haben könnte? Der Müllerwurm! Der Müllerwurm! Der Müllerwurm! Okay, also... Rotkäppchen! Also, wenn euch noch was einfällt, dann könnt ihr mich ja einfach anrufen, gell? Er gibt einer Erzieherin eine Karte. Sein Blick fällt auf einen molligen Buben in einer Tuchschaukel. Ja, also, servus. Im Weggehen sieht Riedel noch mal zum Buben. Der lässt den Kopf hängen. An einem Brett hängt unter jedem Foto der Kinder ein Stofftier. Riedel schnappt sich das Foto des Molligen und entfernt sich. Im Kloster weist die Oberin auf zwei Stühle vor einem Schreibtisch. Bitte. Hubert und Girwitz setzen sich. Ist das gängige Kostüm ihrer Klosterfrauen? Ja. Die Täterin hatte genau sowas an. Ich meine, diese Schwarz-Weiß-Kombination. Wir nennen unsere Kostüme eher Trachten. Sagen Sie mir doch bitte, wie ich Ihnen helfen kann. Ratlos sehen sich die Polizisten an. In einem Gewölbegang geht Girwitz langsam an fünf Nonnen mit schwarzem Schleier vorbei, darunter auch die mit dem Rollator. Girwitz mustert jedes Gesicht. Eine weitere Schwester ist Mitte 20, trägt einen weißen Schleier und lässt einen Rosenkranz durch ihre Finger laufen. Girwitz wendet sich an Hubert. Mich
mich sehen die alle gleich aus. Das könnte an der Kleidung liegen. Für Nonnen schauen auch alle Polizisten gleich aus. Die Oberin wirft Hubert einen strafenden Blick zu. Erneut geht Girwitz an den Klosterfrauen vorbei. Die Schwester mit dem weißen Schleier lässt den Rosenkranz fallen. Perlen kullern über den Boden. Entschuldigung. So, jetzt haben sie es erschreckt. Schwester Maria steht kurz vor ihrem Profess. Da sind sie alle immer ziemlich angespannt. Was ist Profess? Das ist der letzte Schritt, bevor sich unsere Schwestern ewig ans Kloster binden. Also die letzte Gelegenheit auszusteigen? Wenn Sie so wollen, ja. Gibt es eine Möglichkeit, mit Schwester Maria. Maria, zu sprechen? Die Oberin bejaht mit der Hand. Schwester Maria, können Sie mal kommen? Maria humpelt mit steifem Bein zu ihnen. Gratuliere, Volltreffer. Danke. Es reicht, danke. Sind denn alle vollzählig? Schwester Lara ist nicht da, sie ist beim Wocheneinkauf. Eine Schlanke. Die passt ja gar nicht rein. Wieso? Absolute Granate. Stehen Sie an der mal Untracht von? Die Schlanke ist etwa 30 und hat braune Augen. Züchtig senkt sie den Blick. Wocheneinkauf haben Sie gesagt? Ja, da warten wir jetzt aber nicht, bis zurück ist, bitte. Ja, nee, würden Sie uns anrufen, wenn Schwester Lara sich wieder meldet? Girwitz reicht der Oberin eine Visitenkarte. Wegtreten! Die Klosterfrauen entfernen sich. Der Streifenwagen fährt an der Frimmerkapelle in Kleinding-Harting vorbei. Irgendwas stimmt nicht mit dem Kloster, sagt mir mein Instinkt. Herr Girwitz, Sie waren lange nicht auf der Straße. Vielleicht sind Sie ein bisschen übermotiviert. Verkniffen blickt Girwitz aus dem Beifahrerfenster. Glauben Sie an Gott, Hubert? Ja, als Kind damals dies. Ja, ich glaube schon, dass es da im Universum was Größeres gibt als wir selbst. Mit 12 war ich ja im Kirchenchor. Ah. Ich meine, war so ein hübsches Mädchen, Ingrid. Tochter vom Kantor, die hat mir die Geschichte von der Hochzeit zu Kana erzählt. Als der Wein ausging, sprach die Mutter zu Jesu, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus sprach zu seiner Mutter, was geht's dich an, was ich tue, Weib? Hey, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Der hat sich was getraut. Meine Mutter hätte mir auch nicht geschossen. Girwitz bewegt den Kopf. Ich war ein bisschen verliebt in Ingrid nicht. Deswegen konnte ich mir das alles so gut merken. Was macht die Ingrid jetzt? Ich glaube, sie ist Fernfahrerin. Ja, hat sie auch ein paar Anhänger. Was? Wie der Heiland. Die Dämmerung senkt sich über den See. Am nächsten Tag zeigt Riedl im Konferenzraum mit einem Teleskopstab auf eine Skizze am Flipchart. Also insgesamt sind in den letzten beiden Tagen 3 Paar Schuhe, ein Dinosaurier, eine Puppe, ein Drache, ein... Danke, Riedl. Ich glaube, die Bezeichnung Stofftiere ist hier ausreichend. Fangen Sie doch einfach noch mal von vorne an. Okay, also, wie Sie wissen, verschwinden in der letzten Zeit Stofftiere und Schuhe aus dem Waldkindergarten. Ich habe mich da mal umgesehen und habe mich mit den Kindern unterhalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Täter aus dem näheren Umfeld des Kindergartens stammt. Wie sonst kommt er unerkannt an seine Beute? Der Täter schlug in den meisten Fällen während des gemeinsamen Mittagsschlafs zu. Kaiser greift nach dem Stab. Aber wer klaut denn Schuhe und Stofftiere? Ja, die richtigere Frage sollte lauten, wem nützen diese Dinge? Ich weiß nicht, vielleicht der Spielzeugindustrie? Nein, den Kindern. Und wer ist das? Das ist der Michi Goldberg. Und was ist mit dem? Der Mollige. Der verheimlicht irgendwas, das spüre ich. Aber was will der mit den Schuhen? Ja, da bin ich dran. Riedl schaut verlegen. Ja, Herr Riedl, das ist toll, Mensch, gut. Sie sind da auf einem ganz guten Weg. Er lächelt. Rebecca kommt. Ein gewisser Hassan hat angerufen. Ein Teil des Spielzeugs ist aufgetaucht. Ich muss weg. Riedl rennt hinaus. Vor der Bäckerei Radlinger steigen die Ermittler aus dem Streifenwagen. Das muss man sich mal vorstellen. Diese jungen Frauen, nicht, nach dieser Nonnenprüfung. Profess. Ja, genau. Dann sind die ihr Leben lang ans Kloster gebunden. Dann ist der Spaß vorbei. Ich meine, was ist, wenn die keine Lust mehr haben? Werden die bestraft, exkommuniziert? Ich meine, ihr Bayern kennt euch doch mit sowas aus. Ja, da sagen wir im Zweifelsfall Steinigung. Was meinst du, Barbara? Ja, Zweifelsfall Steinigung. Wovon reden wir gleich wieder? Es gibt da so eine Nonnenprüfung. Oh, Entschuldigung. Girwitz nimmt sein Handy. Entschuldigung, seit wann interessiert ihr euch für Nonnen? Du, wir haben uns gedacht, falls der Kaffee nicht mehr funktioniert, wäre es ein alternativer Berufsweg. Die Tracht, die steht da bestimmt. Und wenn dein Haarkranzerl hinten noch größer wird, dann kannst du als Mönch gehen. Mit Frauen hast du sowieso schon länger nichts mehr am Hut, gell? Woher willst du das wissen? Ja, weißt du, immer so
angespannt bist und so schlecht gelaunt. Danke, danke. Sie ist verschwunden. Wer? Ja, die Nonne, die einkaufen war. Irgendwie scheint sie das wahnsinnig zu freuen. Ja, ihr ist gut gelaunt, ne? Barbara blickt verdutzt. Auf dem Radl erreicht Riedel den Waldkindergarten. Hallo. Zu einem Buben. Bist du der Hassan? Der nickt. Und Sie müssen die Mama sein. Zu einer Frau mit Kopftuch. Und? Olum orma dann bisseri Spielsachen bolduno söylede. Was sagt sie? Dass ich die Spielsachen gefunden habe. Riedel lächelt. Vor einem barocken Altar stehen die fünf Nonnen und Novizin Maria im Halbkreis vor der Oberin. Die dirigiert ihre Glaubensschwestern mit den Fingern. Im Chorgestühl sitzen Girwitz und Hubert. Girwitz hat die Augen geschlossen und singt inbrünstig mit. Er steht auf. Und züchtige mich nicht, nicht in deinem Grimm. Strafe, strafe mich nicht in... Girwitz öffnet die Augen. Die Klosterfrauen starren ihn an. Das war sehr gut. Die Augen der Oberin strahlen. Ja, wie Sie sicher mitbekommen haben, ist Schwester Lara abgängig. Wir hätten diesbezüglich ein paar Fragen. Können Sie sich vorstellen, wo Schwester Lara sich befinden könnte? Die Nonnen sehen zur Oberin. Die senkt den Blick. Wenn ich Sie vielleicht ganz kurz allein sprechen könnte. Ha. Die Polizisten folgen der Oberin durch einen Arkadengang. Schwester Lara hat ihrem alten Leben den Rücken gekehrt. Und warum ist sie ins Kloster gegangen? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, den Weg zu Gott zu finden. Bei manchen sind es positive Erfahrungen, bei anderen negative, die den Weg ebnen. Sie hält inne. Gottes Wille ist unergründlich. Und sieht verklärt zur Seite. Ihr Zimmer müssen wir uns mal anschauen. Ist von der Lara. Die Oberin nickt und weist mit der Hand nach vorne. Riedel hockt vor etlichen Stofftieren und Schuhen, die zwischen zwei Baumstämmen liegen. Pass auf, Hassan. Das muss jetzt erstmal unser Geheimnis bleiben. Das darf niemand erfahren, okay? Und sag das bitte auch deiner Mama. Signorum Polis vidas abdal jane sekim se söle memelis. Erkennst du die Sachen wieder? Sind die aus dem Kindergarten? Nee, Didi. Was hat sie gesagt? Egal, also das sind auf jeden Fall die Schuhe von der Frau Göhner. Und die Jacke hier, glaube ich, gehört auch ihr. Da wird sich schon aber ganz schön ärgern. Und wieso? Das war sein Lieblingsspielzeug. Ein zerfetzter Drachen hängt an einem Ast. Die Polizisten betreten bitte ein schmales Zimmer. Ja. Habt ihr Doppelzimmer noch? Das ist ein Doppelzimmer. Wir haben das zweite Bett entfernt, weil wir im Moment leider nicht so viele Novizinnen haben, wie ich mir das wünschen würde. Wie viele haben Sie denn? Zwei. Schwester Maria und Schwester Lara. Girwitz studiert eine Bibel mit Haftzetteln. Mit wem hast du am meisten Kontakt gehabt? Die Schwester Lara, das ist eher eine Einzelgängerin. Ab und zu ist sie mit der Schwester Patricia ins Dorf runter. Eis essen oder ins Kino. Hubert schaut unter ein Bett. Und muss man da die Tracht tragen? Ich meine, es wäre ganz wichtig zu wissen. Eine Nonne fällt ja doch mehr auf als eine Joggerin, ne? Ja, am meisten auffallen tut der joggende Nonne. Aber wenn die sehr schnell ist, dann erwischt man's nicht, hm? Hubert schlägt die Bettdecke zurück. Hm. Auf dem Laken ein dunkler Fleck. Ist das Blut? Jesus Christus. Hubert zieht das Laken von der Matratze. Ja, dann bräuchten wir dann die Anschrift und die Telefonnummer von den Eltern. Ja, die kann ich Ihnen geben. Das Laken müssen wir leider mitnehmen. Er schnappt sich eine Haarbürste. Ja, danke. Girwitz die Bibel. Sie gehen. Mit offenem Mund bleibt die Oberin zurück. Der Streifenwagen hält an einer Wohnstraße vor einem eingeschossigen kleinen Holzhaus. Girwitz und Hubert steigen aus und sehen sich um. Also, bei dem Haus hätte mir vielleicht auch fürs Kloster entschieden. Durch ein offenes Tor gehen sie auf den Hauseingang zu. Girwitz klopft. Eine Blonde in blauem Küchenkittel öffnet. Grüß Gott, Polizei Wolfratshausen. Girwitz, der Kollege Hubert. Servus. Grüß Gott, ist was passiert?
Das wissen wir noch nicht. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Tochter? Ja, um Gottes Willen. Ich werde doch nichts zugestoßen sein. Na, die war jetzt zweimal nicht beim Gebet. Können Sie mir vorstellen, wo die sein könnte? Ich hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Die ist ja ziemlich beschäftigt in dem Kloster da. Komm jetzt doch rein. Ja. In einer Küche schenkt die Blonde Kaffee ein. Ein etwa 60-Jähriger kommt dazu. Er trägt eine tote Ratte am Schwanz. Hat Ihre Tochter das von Ihnen? Ich meine, sind Sie religiös? Hilde! Hilde! Hilde, ich hab sie. Halleluja! Ich hab das Gott verflucht, ich müsst viel erwischt. Religiös sind Sie dann auch nicht, oder? Doch, doch, natürlich bin ich. War sogar mal Ministrant. Ja, so, grüß Gott, die Herrn Robi Kembach. Hubert, ist ein Kollege Gierwitz. Kommt das bitte hinaus, du? Ganz schöner Brummer, was? Ist mir klar, warum die ins Kloster ist. Wie können wir Ihnen helfen? Ja, Ihre Tochter war jetzt schon länger nicht mehr da in ihrem Kloster und ja, die hat sie nicht abgemäht. Hat sie das schon mal gemacht? Ja, mit 15 das erste Mal. Da war sie eine ganze Woche weg. Robi, bitte, tu das Viechen aus. In die Schnappfalle ist er nicht rein. Vielleicht lag's auch am Köder, aber dann habe ich's mit Gift probiert. Jetzt noch mal wegen der Tochter. Tochter? Was, wieso? Was ist mit ihr? Ja, wo war sie, wenn sie da mal weg war? Ja, sie hat immer ihre schwierigen Phasen gehabt. Und meistens lag das an ihre Bekanntschaften. Sie hat sich auch immer zu ein bisschen eigenartigen Menschen hingezogen gefühlt. Ratten und Kakerlaken, Herr Wachtmeister, sind die einzigen, die sogar einen Atomkrieg überleben. Aber mit meinem Gift hast du nicht gerechnet, Freundchen. Robby geht. Entschuldigt mich. Mein Mann ist im Moment ein bisschen durcheinander. Ich meine, was meinen Sie, wenn Sie sagen, eigenartige Menschen? Ja, sie hat immer Beziehungen zu älteren Männern gehabt. Vielleicht war sie auf der Suche nach einer alternativen Vaterfigur. Eine Beziehung zu älteren Männern, das ist ja normal für junge Mädel, oder? Ja, aber nicht zu 60-Jährigen, die sich am Wochenende als Ritter verkleiden und auf Mittelalterfeste gehen. Und eines schönen Tages ist heimgekommen und hat gesagt, ab jetzt ist der Jesus mein einziger Bräutigam. Und dann war es weg. Ihr Zimmer müssten wir uns noch anschauen. Ja, gern. Hilde führt die Polizisten in ein Mansardenzimmer. Bitte. Über einem Bett hängt ein Kruzifix. Hubert zu Gierwitz. Wunderlich hat sie sich verbessert. An der Tür ein Foto der rothaarigen Novizin mit einem älteren Herrn. Ist das Ihre Tochter? Ja, das ist die Lara. Oh, das ist hübsch. Und wer ist er da? Das ist der Herr Berloch, Ihr Klavierlehrer. Sie sehen ziemlich verschlagen aus. Ist das der Nachfolger von Jesus? Als Bräutigam, meint der Kollege. Also. Ich darf doch, ne? Gierwitz nimmt das Foto an sich. Die Ermittler gehen. Im Streifenwagen. Ich sag Ihnen nur, dieser Klavierlehrer ist die Lösung. Mhm. Wie kommst du drauf? Dieses verschlagene Gesicht und dann Lehrer, nicht? Lady Diana hat ja auch was mit dem Lehrer gehabt, nicht? Also so Skilehrer oder Reitlehrer oder so, ne? Da weiß man doch gleich Bescheid. Interessante Theorie. Und wer hat den Stein ins Schaufenster geschmissen? In seiner Werkstatt. So, bitte sehr. Reicht Yazid Riedel ein Papier. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer ES50. Da steht aber ES30 drauf. Ja, weil das das neuere Modell schon ist. Aha. Achteten Sie darauf, dass die Abdeckung sehr geschlossen ist, um zu vermeiden, Wasser oder Schmutzteilchen innerhalb der Kamera zu versinken? So ist es. Mit einer Kamera geht Yazid zu einem Licht und macht es aus. Was soll das jetzt? Jetzt schauen wir, ob es funktioniert. Riedel will Yazid folgen und stürzt über eine Kiste am Boden. Funktioniert doch einwandfrei. Yazid blickt auf ein Handy. Auf dem Display der am Boden liegende Riedel. In einer Reihenhaussiedlung hält der Streifenwagen am Straßenrand. Hubert und Gierwitz steigen aus. Gierwitz öffnet ein Gartentürchen und klingelt an einer Haustür. Durch ein Fenster blickt Hubert ins Haus. In einem Rollstuhl entfernt sich Berloch von einer Klavierschülerin. Hubert wendet sich ab und kehrt zum Streifenwagen zurück. Das glaube ich jetzt nicht.
Hubert! Hallo? Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Hubert, Glück bei den... Bitte nicht singen. Gierwitz steigt ein. Und dann wieder zugeschlagen, Jens. Ja? Von der Haustür sieht Bärloch dem Streifenwagen nach. Eine kindliche Skizze von Riedel auf dem Flipchart stellt den Spielzeugraub dar. Rebecca zu Kaiser. Wollen die ihn wirklich weitermitteln lassen? Auf jeden Fall, das braucht er jetzt. Gierwitz und Hubert kommen. Ah, das Haus vom Nikolaus, oder? Nein, das ist der Fall vom Kollegen Riedel. So, dann daten Sie mich mal ab. Hubert schaut zu Gierwitz. Ja, eine Nonne schmeißt einen Ziegelstein in das Fenster eines Schmuckgeschäfts. Außerdem wird eine Nonne seit 48 Stunden vermisst. Na, da scheint ja ein Zusammenhang zu bestehen. Was ist denn mit der verschwundenen Nonne? Hat sie Probleme? Ist sie psychisch labil? Ja, sie ist ins Kloster gegangen, nicht? Sie denken also, dass alle Leute, die ins Kloster gehen, psychisch labil sind? Das haben Sie gesagt. Ich weiß doch nicht, warum junge Frauen ins Kloster gehen. Hubert? Ja, ich weiß auch nicht, warum junge Nein, Frauen... Nein, ich meine Ihren Fall. Haben Sie irgendwelche Hinweise? Ja. Ja, blutiges Laken, da läuft die DNA-Analyse. Ja, und einige von diesen Nonnen sind mir nicht geheuer. Nein. Ja. Was ist denn mit dem Schmuckladenbesitzer? Olaf Rettke. Der liegt immer noch im Koma. Keiner weiß, ob der jemals wieder wach wird. Hm. Dann wär's Totschlag. Genau. Also, entweder hat die Lara den... Kembach hat den Stein ins Schaufenster geschmissen, oder... Die den Stein geschmissen hat, ist auch verantwortlich für das Verschwinden von dieser Lara. Ja. Dann wär's schlimmer als Totschlag. Tja, meine Herren. Was gedenken Sie denn jetzt zu tun? In Yazids Werkstatt. Also, ich bin jetzt hier total. Ich gehe doch nicht in ein Kloster. Ich bin Moslem. Du bist aus Regensburg, frisst der Leberkasse mir und saufst der Bier. Aber ich bin kein radikaler Moslem. Wie habt ihr das jetzt eigentlich vorgestellt? Wir haben uns gedacht, dass Sie als Maulwurf ins Kloster gehen. Quasi als Gärtner. Ja, ja. Das haben wir uns gedacht. Ja. Nonnen und Pflanzen bin ich gleichermaßen schlecht drauf. Stellt euch mal vor, ich komme jetzt bei euch daheim vorbei und fange plötzlich an, bei euch rumzugießen im Garten. Gießt halt bei Nonnen rum. Ja, sagen Sie einfach, Sie haben Auftrag von oben. Ne? Dann fragen Sie nicht weiter. Gutes Stichwort, wie schaut's mit der Bezahlung aus? Super. Gut. Ja. 10 € die Stunde? Nicht euer Ernst, oder? Sie sind eine ungelernte Fachkraft und es ist steuerfrei. Für wen? Im Klosterhof. Verlassen Sie den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt. Mit Strohhut sitzt Yazid am Steuer eines Lastendreirads und umrundet die Grünfläche. Er stoppt vor der Pforte. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Yazid steigt aus. Er trägt eine grüne Latzhose und ein kariertes Hemd. Hallo. Hallo. Die Oberin tritt ans Tor. Ja, bitte. Grüß Gott. Ich komme von der Gemeinde und soll hier eingeschlepptes Unkraut entfernen, gnädige Frau. Also ich habe keinen Gärtner angefordert. Yazid gräbt einen Strauch aus. Wissen Sie, was das ist? Das ist das Schlimmste, was Ihnen Unkraut technisch passieren kann. Der Busch ist nicht von da, der kommt aus Asien und macht alles kaputt. Der kehrt rigoros mit den Wurzeln ausgerissen. Sind das nicht Vorsitzchen? Ja, bis jetzt schon noch, aber nicht mehr lang. Die Gemeinde hat mich beauftragt, das Übel an der Wurzel zu packen. Die Gemeinde hat Sie beauftragt, sagen Sie. Und so wie es ausschaut, komme ich gerade noch rechtzeitig. Denken Sie nicht, die Natur weiß, was sie macht? Sagen Sie das bei einem Tsunami auch? Der Oberin steht der Mund offen. Gierwitz und Hubert betreten die Rechtsmedizin. Ah, haben Sie das Blut schon untersucht? Mhm. Schokolade, Traube, Nuss. Was? Fuchs sieht von einem Mikroskop auf. Traubennussschokolade. Wie kein Blut? Also jetzt ganz unter uns, eine Traube hat in der Schokolade überhaupt nichts verloren. Ne? Sie meinen Rosinen. Das ist ja nur schlimmer, das sind ja vergammelte Trauben. Also ich mag ja am liebsten Vollmilchschokolade. Aha. Nougat? Liebe ich. Zartbitter? Geht gar nicht. Wie schaut's bei Ihnen aus, so schokoladentechnisch? Mich interessiert, wie kommt der Fleck dahin? Hat sich die Nonne auf die Schokolade gesetzt? Stirnrunzelnd schaut Fuchs Gierwitz an. So. Yazid? Ja, du hast verloren und dann Gnade dir Gott. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das ist mir ehrlich gesagt gerade scheißegal. Au, Kruzifix, jetzt habe ich mich auch noch geschnitten. Jesus oder der Herr sollte kein Ablassventil für solch eine emotionale Entladung sein. Ihre. Primum est quod avarus eret in infernis adiret. Eo in dir judici. Ihre et avaritia. Mit strafendem Blick wendet sich die Oberin ab. Die schlanke Nonne tritt hinter Yazid. Die dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Sie hat ein gutes Herz, nur ab und zu dreht sie ein bisschen ab.
Ja, ja, so ist es wahrscheinlich. Yazid schaut zurück und wendet sich an die Nonne. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite in der Bibliothek. Ach, das klingt ja spannend. Ich lese auch sehr, sehr gerne. Wirklich? Ja. Und was lesen Sie gerade? Kloster. Also Bücher über Klöster. Der Name der Rose. Ja, auch Gartenliteratur. Mit Rosen kenne ich mich sehr gut aus. Ich mag Ihren Humor. Ich mag Frauen in Uniform. Schwester Patricia! Ja, ich muss dann wieder. Ja, vielleicht sehen wir uns ja später nochmal. Schwester Patricia geht zur Oberin an die Friedhofsmauer. Lächelnd blickt Yazid ihr hinterher. Schwester Patricia, ich möchte nur sicher gehen, dass du nicht vom rechten Weg abkommst. Du hattest erst vor kurzem deine Profess. Ich habe mich nur kurz mit ihm unterhalten. So steht es doch auch in der Bibel. In der Nächstenliebe gibt es kein Übermaß. Ich habe dich beobachtet. Und ich habe das Flackern in den Augen des Gärtners gesehen. Hüte dich. Die Oberin tätschelt Patrizias Hand. In einer Buche steht Riedel auf einem Ast. Er richtet die Kamera, die am Stamm befestigt ist, nach schräg unten aus. Riedel springt auf den Boden. Er durchsucht seine Jackentaschen und findet schließlich sein Handy in der Hosentasche. Riedel tippt darauf und schaut kurz zur Kamera hoch. Erschrocken blickt er zur Seite. Ein Igel wandert durchs Laub. Blödes Viech. Riedel winkt und blickt aufs Display. Darauf winkt er zur Kamera. Hubert und Girwitz sitzen vor Kaisers Schreibtisch. Dann lassen Sie mich das doch noch mal zusammenfassen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Sie haben rein gar nichts rausgefunden. Ja, die sind nicht so kooperativ, die Nonnen. Nicht, aber da stimmt was nicht. Das sagt mir mein Instinkt. Also, sein Instinkt. Yazid kommt und bringt einen Totenschädel in einer Tüte. Wen haben wir denn da? Der lag im Klostergarten unter den Vorsitzenden vergraben. Ich hab's gewusst. Herr Gebitz, so schnell verwest selbst eine Nonne nicht. Mir ist doch auch klar, dass das nicht unsere Nonne ist. Aber das ist sicherlich nicht die einzige Tote. Was ist denn das da? 4 Stunden auf 15 Euro. Sag mal, spinnst du? 105,40 Euro. Weiterlesen, Anfahrt, Komma, Verzehr. Ist ja interessant. Und wie hatten Sie geplant, das mit mir abzurechnen? Schon gut. Haben Sie wenigstens was rausgefunden? Ja, und zwar, dass die Schwester Oberin Renate komplett wahnsinnig ist. Nonnen verhalten sich mit Sicherheit anders als die Frauen, mit denen sie sonst so verkehren. Die hat mich verflucht, und zwar auf Italienisch. Sie sprechen Italienisch. Was hat sie denn gesagt? Das weiß ich nicht genau, aber sie hat sich verabschiedet auf Italienisch, irgendwie Arrivizia oder so. Vielleicht war es doch Arrivederci. Ist doch scheißegal, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir der Blitzkei trifft. Wie, hier steht's doch. Avarizia, Gier. Noch eine von den 7 Todsünden. Na super. Ich bin ja kein Fachmann, aber für meine Begriffe steckt die Schwester Oberin Renate dahinter. Was sollte die denn für ein Motiv haben? Die fühlt sich als Richter Gottes. Sie bestraft die Nonnen, die gesündigt haben. Hier, die 7 Todsünden, ne? Luxuria, Habsucht, Avaritia, Geiz, das sind nicht die 7 Todsünden. Steinschmeißer ist dann wahrscheinlich auch eine Todsünde. Oh, Schluss jetzt! Künstlich lächelt Kaiser. Ich möchte nur wissen, was Sie als nächstes vorhaben. Sie legt bittend die Handflächen aneinander. Wütend fixiert sie Girwitz. Wir müssen noch mal rein ins Kloster. Ne? Unerkannt. Das Nest von innen ausräumen. Sie, undercover, als Nonne. Ich bin begeistert. Nein, nicht er, er. Hubert zeigt zu Yazid. Der hebt kokett die Brauen. Ist halt ein bisschen teurer. Sich umschauend läuft Riedel durch einen Wald. Er stolpert und stürzt. Mühsam rappelt er sich auf. Ach. Sein Blick bleibt an einem Unterstand aus dünnen Stämmen und Ästen hängen. Riedel geht darauf zu. Im Unterstand spielen der kleine Michi und ein älterer Bub mit 2 Gummidinosauriern. Riedel schaut herein. Der Bub? Scheiße. Der Polizist hockt sich an den Eingang. Du bist der Michi, gell? Der bewegt den Kopf. Ist das ein Brachiosaurus? Nein, das ist ein Tyrannosaurus Rex. Und von wem habt ihr den? Der Bub und Michi sehen sich an. Den habt ihr aus dem Kindergarten geklaut, gell? Nein, doch nicht geklaut. Riedel hebt eine Puppe hoch. Was ist das hier? Das geht alles uns. Michi. Du spielst also mit Puppen. Na und, mein Bruder ist doch erst 6. Riedel greift nach Claudias Schuh. Und was ist das hier? Das haben sie auch verdient. Wer hat was verdient? Die sagen zu meinem Bruder, Mops und Wabbelsack. Und die Michaela lacht auch noch. Verstehe. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe eine Idee.
Die Kinder schauen Riedel an. Im Lastendreirad fährt Yazid um die Grünfläche des Klosterhofs. Eine lange Holzleiter ragt von der Ladefläche weit über die Fahrerkabine nach oben. Im Rückspiegel Yazids ernstes Gesicht mit Strohhut. Yazid stoppt vor der Pforte, die die Nonne mit dem Rollator mit dem Eisenschlüssel aufschließt. Ohne Strohhut, aber mit der Leiter auf der Schulter, geht Yazid an ihr vorbei auf den Friedhof. Grüß Gott, ich bin der Gärtner, ich habe meinen Hut vergessen. Die Nonne lässt die lange Leiter an sich vorbeiziehen und schüttelt den Kopf. Vor einem langgestreckten Gebäude legt Yazid die Leiter auf Kopfsteinpflaster ab. Er blickt die Holzfassade hoch zu einem offenen Verbindungsgang zwischen Haupthaus und Gästehaus. Im Kloster fällt eine Holztür zu. Durch das Türglas ist Yazid auf einer Treppe zu erkennen. Er faltet ein Papier auseinander, drückt es vor sich an die Wand und skizziert etwas. Im Waldkindergarten. Hinter einer halbrunden Mauer aus Zweigen spielt Riedel Kasperltheater. Kinder, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die anderen Krokodile ärgern mich immer, nur weil ich ein bisschen dicker bin. Könnt ihr mal bitte den Kasperl für mich rufen, bitte? Ja. Tritra, tralala, tritra, tralala. Ja, hallo Kinder, seid ihr alle da? Ja. Krokodil, warum weinst du denn? Oh, Kasperl, die anderen Krokodile ärgern mich immer nur, weil ich ein bisschen dicker bin als sie. Ach, Krokodil, das meinen die doch nicht so. Die wollten dich bestimmt nur ein bisschen necken. Necken ist gut gesagt. Die sagen zu meinem Bruder Mops und Wabbelsack. Und die Michi lacht auch noch. Oh, ja, genau. Und auslachen tun sie mich auch noch. Und irgendwann hat man da keine Lust mehr, mit den anderen Krokodilen zu spielen. Im Kloster schleicht Yazid eine Treppe mit weißem Geländer hinauf. Er blickt zurück. Hinter ihm erstreckt sich ein langer Gang. An dessen Ende steht der Rollator vor einer Toilettentür. Yazid geht darauf zu. An einem Griff des Rollators hängt der Schlüsselbund. Yazid nimmt ihn ab und betrachtet den großen Eisenschlüssel. Schwester Patricia nähert sich von einer Treppe. Yazid stellt sich an den Rollator. Ich wollte der alten Dame helfen, die ist auf Toilette. Ach, das ist aber nett von Ihnen. Mhm. Die Nonne lächelt und geht. Yazid schiebt den Rollator langsam auf die Toilettentür zu. Am Ende eines Ganges, gesäumt von Rundbogenfenstern, marschiert er an einer Statue vorbei. Er hält inne. Hinter der Statue schiebt er einen Vorhang beiseite und schlüpft hindurch. Zwischen Mauern kommt er eine Treppe herab. Yazid runzelt die Stirn. Neben ihm dampft es zwischen zwei Kesseln. Das Licht geht aus. Hallo? Hallo? Im Dienstzimmer. Was ist eigentlich mit der Versicherung, falls ihm Yazid was passiert? Was soll denn passieren, das Gemeindegärtner? Und wenn er auffliegt? Diese Renate ist gerissen. Ja, was will's machen? Verflucht hat's ihn schon. Und im Garten wird's ihn nicht vergraben, wenn sie weiß, dass er von uns kommt. Mit rußgeschwärztem Kopf klettert Yazid aus einem Kellerschacht. Novizin Maria entdeckt ihn. Scheiße, ich kümmere das jetzt mal um mit diesem Vollidioten, ey. Für 10 Euro in der Stunde den ganzen Scheiß rentieren. Was schaust denn so blöd? Habt ihr nie einen Abflussreiniger gesehen, oder was? An den Nonnen vorbei entfernt er sich. Im Waldkindergarten steht Riedel vor den Kindern. Als ich klein war, da war ich auch dicker als die anderen Kinder. Du bist doch immer noch dick. Ja, aber darum geht's jetzt nicht. Es geht darum, dass jede Pflanze oder Mensch oder Tier anders ist als andere Menschen, Pflanzen oder Tiere. Aber deswegen ist sie nicht weniger wert. Langweilig. Ein Mädchen mit Zöpfen. Wir wollen singen. Ja, was denn? Es tanzt ein lieber Butzelmann in unserem Haus herum. Fidibum. Die Kinder, darunter auch Michi, umringen den Polizisten und schubsen ihn. Lächelnd schaut Michis Bruder zu. Mit Kasperle und Krokodil in den Händen lässt sich Riedel spielerisch auf den Rücken fallen. In
Im Dienstzimmer wirft Yazid 3 skizzierte Pläne des Klosters Yazid? Auf den Tisch. Der Kollege hat sich schon Sorgen gemacht. So, Herrschaften, das eine sage ich euch gleich. Die Reise ist für mich hiermit beendet. Girwitz betrachtet die Pläne. Was ist das? Da ist die Pforte. Yazid zeigt den Eisenschlüssel. Wo ist hier oben und unten? Des Schlüsselbundes. Das hier ist der Schlüssel zur Hauptpforte. Ja, wenn ihr da durch seid, steht an dem Holzgang eine Leiter. Gleich drüber im ersten Stock ist die Tür offen. So, das war's dann für mich. Und wegen der Abrechnung wäre es schön, wenn wir das eventuell mal gleich erledigen könnten. Wieso? Yazid wirft den Schlüssel auf den Tisch. Weiß euch was passiert? Es dämmert. Hubert mit Taschenlampe und Girwitz stehen vor der Pforte. Hubert, leuchten. Ach. Hubert blendet in Girwitz Augen, dann leuchtet er auf den Schlüsselbund. Girwitz steckt die Hände durchs Tor und versucht mit einem der Schlüssel von innen aufzusperren. Er probiert den Eisenschlüssel. Das Tor geht auf. Wie immer der Letzte. Hubert folgt Girwitz und lehnt das Tor an. Auf der Holzleiter steigt Hubert zum offenen Verbindungsgang hinauf. Dabei wackelt die Leiter bedrohlich. Jetzt passen Sie doch auf! Ja, Sie wenigstens die Leiter festhalten. Wenn Sie runterfallen, das sieht ganz schön gefährlich aus, was Sie da machen. Ja, deswegen sollen Sie es ja festhalten. Hier ist doch Ihr Informant, der hier marode Leitern anschleppt. Eine Sprosse bricht. Hubert hieft sich bäuchlings auf die Brüstung und schwingt die Beine drüber. Im Kloster stehen die Polizisten am Fuß der Treppe mit weißem Geländer. Also nimm mal da Süden. Dann ist da Osten in den Westen geschlissen. Hubert schiebt Girwitz ums Eck ein paar Stufen hinab. Von oben nähert sich Oberin Renate in weißem Nachthemd und mit einer Kerze. In der anderen Hand hält sie ein Glas voll Speiseeis. Die Oberin schleckt daran, steigt die Treppe herab und entfernt sich. Vorsichtig kommen die Polizisten wieder hervor und sehen ihr nach. Die hat sich ein Eis geholt. Ja. Und sie ist deswegen verhaften. In der Fastenzeit. Hubert blickt genervt und geht die Treppe hinauf. Im Gang mit den Rundbogenfenstern leuchtet Girwitz mit der Lampe auf die Statue. Stirnrunzelnd bleibt er davor stehen. Der Kollege kommt mir bekannt vor. Waren wir hier schon mal? Es ist ein Irrgarten da. Hubert nimmt einen der Pläne. Ja, wir sind absichtlich reingelockt. Vielleicht hätte man was zum Essen mitnehmen sollen. Girwitz hebt den Zeigefinger. War was? Ich hab nichts gehört. Schon wieder hört es nicht. Die Polizisten umrunden die Statue und schieben den Vorhang beiseite. Girwitz beleuchtet die Treppe zwischen den Mauern. Da geht's runter. Sie schauen sich an. Vielleicht gehen Sie mal vor zur Abwechslung. Sie haben die Lampe. Girwitz zögert und steigt die engen Stufen herunter. Der Lichtkegel seiner Lampe erhellt Spinnweben in einer Mauerecke. Girwitz und Hubert erreichen einen kahlen Raum mit Steinboden. Jesus Maria, wo ist man jetzt da? Sie verharren und gehen weiter. Plötzlich schlägt Hubert wild um sich. Scheiße! Spinne! Ja, das habe ich gemerkt. Leicht geduckt gehen sie unter einem Torbogen hindurch und gelangen in einen großen Raum, der von etlichen Kerzen erhellt wird. In deren Mitte liegt Novizin Lara in weißem Kleid auf einem dunklen Holztisch. Sie hält ein Kruzifix vor ihrer Brust und bewegt die Lippen. Girwitz eilt auf sie zu. Keine Bewegung, Polizei! Er richtet die Taschenlampe auf sie. Schwester Lara, der Blick wandert am barocken Altar herab. Davor kniet Schwester Lara. Die Polizisten sitzen im Chorgestühl an einer Wand. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht brechen. Haltet in jeder Hinsicht die Ehe in Ehren. Befleckt nicht das Ehebett. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Ich verstehe überhaupt nichts. Lara dreht sich zu Hubert. Ich habe noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Der fremde Mann lockt dich mit honigsüßen Worten. Glatt wie Öl fließen sie von seinen Lippen. Aber am Ende sind sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Der fremde Mann. Meinen Sie den Rettke, den Juwelier? Sie nickt. Ja, glatt wie Öl sind seine Worte geflossen. Am Ende jedoch waren sie bitter wie Galle. Deswegen liegt er jetzt im Koma. Lara hebt die verschränkten Finger. O gütiger und milder Jesus, vor deinem Angesicht werfe ich mich auf die Knie nieder und flehe dich inständig an. In meinem Herzen lebendige Gefühle des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, sowie wahre Reue über meine Sünden zu
schenken. Novizin Maria und eine der Nonnen stellen sich hinter Lara. Jetzt hört's halt mit der Beterei auf, das bringt doch nichts. Schau ich auf deine heiligen fünf Wunden. Rettke mit Kopfverband und geschlossenen Augen im Patientenbett. Laras Gesicht. Genervt zieht Huber zu Girwitz. Der wackelt mit dem Kopf. Füße durchbohrt. Alle meine Gebeine. Haben Sie gezählt? Rettke öffnet die Augen und schaut nach oben. Laras Gesicht mit erhobenem Blick. Im Revier stößt Rebecca mit Kaiser zusammen. Entschuldigung. Hier, schauen Sie sich das mal an. Was ist das? Ein Grundriss des Klosters von 1739. Hier, da wo der Garten ist, da war mein Friedhof. Der Totenschädel. Mhm. Oh. Polizei Wolfratshausen, Rebecca Jungblut, guten Tag. Der Streifenwagen biegt auf den Parkplatz des Reviers. Hubert und Girwitz steigen aus. Der hat doch den Rettke nicht für Ehebruch bestraft. Die war einfach sauer, weil er es hat sitzen lassen. Das ist ihre Sicht der Dinge, Hubert, nicht? Ich denke, für manche Menschen ist der Glaube extrem wichtig. Allein um den Halt nicht zu verlieren. Ja, dass der Glaube Berge versetzt, das ist so ein Schmarrn. Das hat in der Praxis noch nie funktioniert. Im Revier. Der Rettke ist am Telefon. Der Rettke? Der Juwelier. Der Rettke? Rebecca nickt. Huber zu Girwitz. Das ist dann, glaube ich, für Sie. Das war Hubert ohne Staller. Nonnenlos. Von 2019. In weiteren Rollen Susu Padotzke als Rechtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs, Jean Gourceau als Rebecca, Hannes Ringelstetter als Yazid, Monika Gruber als Barbara Hansen, Sonka Vogt als Schwester Lara, Nina Schmieder als Schwester Patricia, Heinz-Josef Braun als Robby, Johanna Bittenbinder als Hilde. Drehbuch Leonhard Tramitz, Regie Wilhelm Engelhardt.